B-Möbel Bossold, Möbel aus Bossold und Erler und Kussberger. Und dieser Herr hat, wie gesagt, für das Fußballplatz 200 Mark gegeben. Wir konnten davon diese Eiche finanzieren. Und jetzt hat er für die Pflege und Wartung des Baumes und der gesamten Stelle nochmal einen Scheck gegeben. Kann ich das vorlesen? Darf ich das? Ja. Oh, ich ziehe das jetzt mal raus. Oh. Insgesamt nochmal 300 Mark. Auch da kann man schon mal applaudieren. Ein Freiberger spendiert nochmal 300 Mark für die Pflege des Baumes. Ja. So, meine Damen und Herren, schon ein bisschen mal ein bisschen weiter wegzugehen. Ansonsten gibt es hier heute noch Geschädigte. Einfach rübergehen, ja. Schwein ist ein berühmter Baum, da lässt man sich gerne mal einen Kratzer verpassen. Da kann man in 5 Jahren vielleicht noch sagen, aber guck mal, die Narbe da, die habe ich vom Pudis Baum. Ja, auch morgen ja, buddeln die CDs wieder aus. Ja. So, jetzt die buddeln die CDs morgen wieder aus. Die Leute von der Baumschule haben... Also verrückt, glaube ich, bestimmt, dass sie ausbuddeln, oder? Aber wieder Zeit. Also ein Haifisch mit reinlegen. Ja. Jetzt runter, ja. Das haut schon mal. Und? Schön legen wir ab, genau. So, was machen wir denn jetzt weiter? Kann ich mal ganz kurz interviewen hier? Ich meine, das Ding, das hält ja nicht. Müssen wir jetzt irgendwas machen mit dem Baum? Der kippt ja sofort wieder um, wenn wir den jetzt aufstellen. Ich habe auch mal eingepflanzt. Das will ich sehen. Das haben sie versprochen. Okay, vorbereitende Arbeiten also von den Leuten von der Baumschule. Ein richtiger großer Ballen. Jetzt wird der Stoff entfernt, drumherum, der die Wurzeln inne hat. Und dann werden die Budis nochmal ran müssen. Den hatte ich damals dran gelassen, den Stoff vielleicht deshalb. Das war vielleicht das. Ja. Gibt es noch Probleme, nö, ne? Ist eine Störung. Funktioniert alles. Ich kann sich einfach nur vorstellen, wenn ich kämpfe mit dem Plötzlich und hier mit kreuz alles zu. So, wo sind sie denn, die Budis? Jetzt ist es soweit. Macht euch ins Loch. Aber bevor wir das alles aufrichten, würde ich die Budis nochmal bitten, ganz einfach zu mir zu kommen. Weil ihr habt ja nun einen Klassiker geschrieben. Einen Klassiker, alt wie ein Baum. Und ich meine, den kennt jeder. Den summt das kleinste Kind bis zum ältesten Herrn. Wenn es um die Budis geht, weiß jeder sofort, aha, das sind ja die alt wie ein Baum. Und ich würde euch bitten, ganz kurz eine Strophe nochmal a cappella. Kriegen wir das in den Griff für unsere Freiberger hier? A cappella. Alle singen natürlich mit. Die Budis stimmen an. Kriegen wir das in den Griff? Ja! Super! Dann würde ich mal bitten, komm einfach mal ein bisschen rüber. Er mogelt sich immer an die Seite hier. So, noch ein bisschen zusammen und dann. Maschine, stimmst du an oder? Wasser links. Wasser. Wasser heute. Eins. Alt wie ein Baum möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt. Alt wie ein Baum mit einer Krone, die weit, 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 weit die Wahrheit über Felder zeigt. Alle meine Träume, yeah! Fang ich damit ein, yeah! Alle meine Träume zwischen Himmel und Erde zu sein. Na, das war doch schon was, oder? Wolltest du noch weiter singen, ja? Mensch, da kann man noch applaudieren für die Budis. So, früh am Morgen sind sie noch gut drauf. Haben wir lange gefetet heute, aber heute geht es noch weiter rund. Ich würde euch bitten, jetzt einfach mal die Schaufeln zu nehmen, die Spaten zu nehmen. Denn jetzt seid ihr gefragt. Ist euch ein bisschen kalt? Nein? Sonst hätte ich euch gesagt, macht euch jetzt warm. Das Ding muss jetzt hoch. Schaffst du das? Ja, klar. Probier mal. Bäume stemmen. Die Lieblingsaktion. Nicht nur Helge Schneider hören und anschauen, sondern Bäume stemmen. Das ist jetzt das Motto. Und da steht das Ding schon. Ich frage mich bloß, wie hält das jetzt auch, dass es nicht zur Seite abkippt? Jetzt kommt ein Schlauch rum. Jetzt kommt ein Schlauch drum, sagst du. Du kennst dich ja ziemlich aus. Hast du früher mal in der Baumschule gearbeitet? Nee, wurde mir erklärt. Da ging noch mal hin. Was macht man mit dem Schlauch dann? Dass der Baum Luft kriegt. Was? Da kommt ein Schlauch rein? Untenrum. Das ist ja lustig, wusste ich ja noch gar nicht. Und da kriegt er Luft, ja? Und im Tivoli steht dann irgendwie eine Flasche mit Sauerstoff und die drehen wir dann immer auf und müssen sie im Monat auswechseln, ja? Kann sein, ja. So! Der Herr Meier, der ruht sich wieder aus. Kleine Pause gönnt man sich. Du hast einen Spitznamen, habe ich gehört. So, den Spitznamen nicht, man ruft dich. So, da gibt es so eingehängt, nennt man das, ne? Ich weiß nicht, wie kommst du dazu? Ich heiße nicht eingehängt, ich bin eingehängt. Er
ist eingehängt. Und die Fans, die wissen das, sie haben es bestimmt schon in Büchern gelesen und so weiter und so fort. Jetzt erklär uns doch mal, warum du eingehängt bist.